Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchten wir uns anschauen, ob sich Silberpacks lohnen und ob man dort Gewinn machen kann. Falls ihr weitere Pack-Experimente sehen wollt, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Da ist auf jeden Fall einiges möglich, auch in Bezug mit SBCs und vieles weiterem. Also ich persönlich finde solche Experimente auch immer ganz interessant. Deswegen, ja, würde ich sagen, wir schnacken nicht lange rum und öffnen hier direkt mal diese Packs. Also wir haben hier, ja, eben die 2,5k Packs, die es natürlich immer gibt. Diese würde ich eher nicht so öffnen, wenn dann schon eher die da. Denn Silberspieler sind meistens nur was wert, weil sie für SBCs gebraucht werden. Also sollte man sich eher auf diese Packs konzentrieren und nicht auf diese, ja, Premium-Silber-Sets. Und dann gibt es noch die Silberspieler-Sets. Da habt ihr 5 auf eurem Account drauf, wenn ihr noch nichts gezogen habt. Ich habe nur noch 2 am Start, weil ich eben schon 3 gezogen habe. Und die lohnen sich noch viel, viel mehr als die normalen Silber-Sets. Denn hier bekommt man im Durchschnitt 3, ja, Silberspieler, die dann im Endeffekt was wert sein können, und hier bekommt man halt direkt mal 12 Silberspieler, beziehungsweise halt 11, also eigentlich ist dieses Pack hier doppelt so gut wie das hier. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Premium-Silberspieler-Sets. Die könnten sich lohnen, das weiß ich aber nicht ganz genau. Vielleicht mache ich dazu noch ein extra Video. Aber heute soll es hauptsächlich um diese Silber-Sets gehen. Und dann vielleicht auch noch um die 2 Silberspieler-Sets. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen mal direkt das erste, zahlen 2500 Münzen. Und ich werde das Pack immer öffnen. Also wir werden uns das Ganze zusammen ansehen. Und ich werde dann eben einen kurzen Cut setzen und dann ausrechnen, was die Spieler in dem Pack dann eben wert sind. Und euch dann eben sagen, ob wir Gewinn gemacht haben oder ob wir Verlust gemacht haben. Und hier haben wir das erste Pack und da haben wir schon mal, ja, Pech, denn wir haben leider nur 2 Silberspieler. Mal schauen, was diese Karten hier wert sind. Also mit diesem Pack kann ich euch schon mal sagen, haben wir leider Verlust gemacht. Der hier kostet circa 700 Münzen. Ich habe gerade nochmal genauer nachgeschaut. Dann der nächste Spieler kostet leider gar nichts. Ich dachte, der ist vielleicht ein bisschen was wert. Der kostet aber nur 200 Münzen, genauso wie dieser Bronzespieler. Das heißt, wir stehen jetzt bei 1100 Münzen, die wir rausbekommen haben. Und ich würde sagen, wir machen das so, ja, für diese Verträge und diese Fitnesskarten und diese ganzen Wappen und so rechnen wir pro Pack, wenn da keine seltene Fitnesskarte drinnen ist, rechnen wir pro Pack circa 300 Münzen. Das heißt, wir rechnen da nochmal 300 Münzen dazu. Das heißt, wir haben mit dem ersten Pack leider 1100 Münzen Verlust gemacht. Das ist natürlich, ja, sehr schlecht, aber das war auch ein extrem schlechtes Pack, weil wir auch nur 2 Silberspieler hatten. Also leider hier schon mal der erste Verlust und wir gehen jetzt direkt rein ins zweite Pack. Gegen Ende des Videos gibt es natürlich auch noch eine kleine Zusammenfassung, ob es sich eben lohnt oder nicht. Also da ziehen wir dann sozusagen das Fazit und hier im zweiten Pack ziehen wir keine Rare-Karte. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist ein Spieler von Ajax und da gibt es gerade Top-Partien. Deswegen hoffe ich, dass der was wert ist. Der ist auch LF. Der dürfte was wert sein und dann noch hier 2 weitere Silberspieler. Der hier wird gerade für SBCs ein bisschen gebraucht. Also da könnte jetzt auf jeden Fall ein bisschen was rausspringen. Ja, dieser Spieler ist leider doch nicht so viel wert, wie ich gedacht habe. Ihr seht hier, der kostet circa 700 Münzen. Und das ist halt leider jetzt wirklich echt weniger, als ich es eben erwartet habe. Der hier kostet leider nur 200 Münzen und ja, der Spieler wird zwar für SBCs ein bisschen gebraucht, weil es die Liga halt gibt bei den Ligen SBCs, aber der ist nur 300 Münzen wert leider. Und für die ganzen Sachen hier hinten rechnen wir wieder 300 Münzen, das heißt, wir haben mit diesem Pack leider auch wieder Verlust gemacht und zwar 1000 Münzen Verlust. Das ist natürlich alles andere als gut und wir gehen jetzt auch schon rein ins dritte Pack und hoffen, dass wir da jetzt mal Gewinn draus ziehen. Ich habe dieses Pack-Experiment auch schon in FIFA 17 gemacht, da sind wir ziemlich neutral rausgegangen, also da haben wir weder Gewinn noch Verlust gemacht, aber man muss auch sagen, dass ich das zu einem späteren Zeitpunkt gemacht habe, wo viel, viel mehr Ligen-SBCs schon da waren und deswegen kann es sein, dass das am Anfang von FIFA 18 nicht so gut geht, aber vielleicht am Ende von FIFA 18 dann besser geht, weil mehr Ligen-SBCs da sind und weil mehr Silberspieler mehr wert sind. Deswegen könnte das eben auch am Zeitpunkt liegen, dass die Packs jetzt hier bis jetzt noch nicht so viel wert sind. Ja, hier haben wir einen Bronzespieler, 2 Silberspieler. Wir schauen direkt nach, was die wert sind. Das ist jetzt hier tatsächlich das erste Pack, mit dem wir ein bisschen Gewinn machen. Der Torwart hier von Chelsea kostet tatsächlich 800 Münzen. Das hätte ich so eigentlich gar nicht erwartet. Der hier ist 300 Münzen wert, also auch nochmal ein bisschen was. Und wir können sowieso jede Non-Rare-Silver-Karte auch für 400, 500 Münzen verkaufen, wenn ihr ein bisschen Geduld habt. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Aber ich möchte natürlich das Ganze so knapp wie möglich rechnen, dass ihr wirklich hart auf hart sehen könnt. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Die 500 Münzen und die Fitnesskarte bringen uns auch echt noch ein bisschen was dazu und dann der hier kostet auch nochmal so 200 Münzen und dann eben diese ganzen Sachen sind dann wieder so circa 300 Münzen wert, wenn man die reinstellen würde, also die würden sich alle verkaufen, das wird natürlich ein bisschen dauern, wir schätzen einfach so circa mit 300 Münzen, ja, ich will auch nicht zu viel rechnen, man könnte natürlich hier auch 500 Münzen dafür rechnen, wenn man alles für 200 Münzen circa reinstellt, könnte man sogar,
ja, keine Ahnung, 1,400 circa rechnen. Aber wir rechnen mit 300 Münzen und wir haben mit diesem Pack ja insgesamt jetzt auch genau 300 Münzen Gewinn gemacht und das ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Also bis jetzt stehen wir bei zweimal Minus und einmal ein kleines Plus. Also man muss schon sagen, ja, es hätte ein bisschen besser kommen können. Das ist wieder eine Non-Rare-Karte, das ist aber wie gesagt kein Hindernis, denn ja, Non-Rare-Karten sind teilweise bei SPCs sogar noch mehr wert als Rare-Karten. Hier haben wir drei Silberspieler drinnen und schauen direkt mal, ob die was wert sind. Es wird einfach nicht besser. Der hier kostet 300 Münzen, der Spieler daneben ist ein Linksverteidiger, ein Englischer, kostet ja ein bisschen was. 400 Münzen, das ist aber auch leider nicht so viel. Und dann der hier nochmal 200 Münzen, also auch leider nicht viel. Und dann haben wir natürlich hier für den Crab einfach auch wieder 300 Münzen. Und ja, das heißt, wir haben mit diesem Pack minus 1300 Münzen gemacht. Also, das ist leider nicht so gut. Fünftes Pack und ja, ich hoffe jetzt endlich mal auf einen Kracher. Vielleicht irgendein Spieler von Lost Lil oder so, der dann ja 10.000 Münzen direkt wert wäre. Also, wenn man da jetzt irgendwie Spieler aus der Liga oder so zieht, dann könnten die echt richtig gut abgehen. Also, es ist schon möglich, hier Gewinne zu machen, aber ich glaube, man braucht ziemlich viel Luck. Und ja, hier wieder zwei Silberspieler, ein Bronzespieler und extrem viele Verträge. Mal schauen, ja, vielleicht ist da ja der ein oder andere was wert. Mama mia, wir sind hier jetzt schon beim fünften Pack und machen schon das vierte Mal Minus. Und zwar kostet der Spieler hier 500 Münzen, der daneben kostet nur 200 Münzen. Das ist natürlich nicht so nice. Und der Bronzespieler ist auch noch 200 Münzen wert und der Crab da hinten dann auch nochmal 300 Münzen. Das heißt, wir machen mit diesem Pack minus 1400 Coins. Leute, ich habe mir das Ganze echt ein bisschen, ja, besser erwartet. Sechstes Pack und Thomas Müller ist auf dem Cover. Thomas Müller im Pack? Fragezeichen. Ja, es gab auf jeden Fall mal das eine Pack, wo Pogba in einem Silberpack drinnen war. Das war schon richtig krank. Und in diesem Pack ziehen wir Buivolov. Absolut keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und wir haben ja immerhin drei Silberspieler plus einen Bronzespieler. Und obwohl die erste Karte hier direkt mal 1000 Münzen kostet, machen wir auch mit diesem Pack weiterhin Verlust. Es gibt es einfach nicht. Wir kommen echt nicht aus dieser Minusserie raus und deswegen erstmal ein Zwischenfazit. Es lohnt sich, glaube ich, nicht, ja, Silberpacks zu öffnen. Die sind alle leider nicht viel wert. Insgesamt, wie gesagt, jetzt mit diesem Pack minus 500, also alles andere als gut. Siebtes Pack, wir gehen rein und hoffen mal auf die erste Rare-Silber-Karte. Wir haben bis jetzt echt nur Non-Rare-Karten gezogen und diesmal ist es wieder eine Non-Rare-Karte. Vielleicht aus der russischen oder so, ja, okay. Das dürfte die mexikanische Liga sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und ja, genau so ist es. Plus da nochmal zwei Silberspieler. Ja, mal schauen, ob die was kosten, ne? Der erste Spieler aus diesem Pack ist 500 Münzen wert, da man den ein bisschen in SPCs gebrauchen kann. Der zweite kostet sogar echt ein bisschen was, weil der auch in dieser SPC, da in der Ligen-SPC dabei ist. Der kostet 900 Münzen, der dritte Spieler kostet leider nur 200 Münzen. Und das heißt, wir machen wieder Verlust. Wir machen bei diesem Pack 600 Münzen Verlust. Und das heißt, wir gehen rein ins achte Pack. Insgesamt werde ich 10 solcher Packs öffnen und dann noch die zwei Silberspieler-Sets. Vielleicht, ja, machen wir dann zumindest in den Silberspieler-Sets Gewinn, weil da könnt ihr eben, glaube ich, eben wie gesagt 5 Stück öffnen und dann hättet ihr da zumindest irgendwie was, womit ihr Gewinn macht und mal schauen, ob da jetzt irgendjemand was wert ist. Leider nein, das ist das Motto für dieses Pack. Der erste Spieler kostet 700 Münzen, der zweite Spieler kostet auch ein bisschen was, weil man den auch für einen SPC braucht, aber der kostet dann halt nur 500 Münzen, also leider dann doch gar nicht so viel und der dritte Spieler kostet auch 400 Münzen, also alle Spieler sind eigentlich ein bisschen was wert, aber dennoch macht man halt Verlust, ja, letztes Jahr war das irgendwie anders, da war jeder Spieler dann irgendwie so über, mindestens über 500 Münzen wert und dann waren halt auch mal Kracher dabei, die plötzlich 6-7k gekostet haben und dann hat man halt insgesamt Gewinn gemacht, aber bis jetzt haben wir überhaupt keinen Kracher gehabt und mit diesem Pack machen wir auch nochmal 600 Münzen Verlust. Pack Nummer 9 und somit das vorletzte Pack dieses Pack-Experiments, zumindest von diesen Packs. Und Chris Mois auf dem Cover drinnen ist dann Tyton, okay. Der hatte vor, ja, einigen Jahren eigentlich noch eine Goldkarte, hatte auch Informs und so. Ja, jetzt haben wir sogar einen Goldvertrag drinnen, das bringt uns aber eher weniger. Ja, wir schauen einfach mal, ob die was kosten, die Spieler hier. Minus 1400 Münzen, auch mit diesem Pack. Wie gesagt, letztes Jahr zum Ende von FIFA 17 ging es viel, viel besser. Da bin ich mit 0 ausgestiegen. Jetzt steige ich mit einem klaren Minus aus. Höchstwahrscheinlich. Das Ganze wird nicht mehr wirklich auszubessern sein. Die Spieler sind einfach nichts wert. Ja, das ist halt das Problem.
für das rechnen wir auch nochmal eben 300 Münzen. Und das heißt, wir sind jetzt auch schon da beim letzten Pack. Mit dem Pack gerade haben wir 1400 Münzen Verlust gemacht. Also wirklich, wirklich schlecht. Und im letzten Pack befindet sich nochmal ein Lapsile. Lapsli, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht wirklich lesen können. Lapsli. Ja, wir haben zwei Silberspieler, einen Bronzespieler. Mal schauen, ob die was kosten. Das war jetzt nochmal eins der etwas besseren Packs. Wir machen aber trotzdem Verlust. Der erste Spieler kostet 500 Münzen, der zweite 300 Münzen. Und der dritte Spieler kostet 200 Münzen. Das war aber auch eigentlich so zu erwarten, da der jetzt nicht irgendwie in einer besonderen Liga oder so spielt, die man für SBCs braucht. Dann haben wir noch die Teamfitness, die 700 Münzen bringt. Und der Rest ist dann auch nochmal ca. 300 Münzen wert. Das heißt, auch mit diesem Pack minus 500 Coins. Ich habe mir jetzt nochmal alle Packs zusammengerechnet und wir steigen aus mit minus 8100 Coins. Reingesteckt haben wir 25.000 Coins und eben ca. 8000 Münzen Verlust. Das ist schon eine sehr, sehr klare Sache. Man muss dazu sagen, wir hatten jetzt auch nicht irgendwie einen Spieler, der 5k wert ist oder so, weil sowas hat man eigentlich im Normalfall schon das ein oder andere Mal dabei. Aber wir hatten halt wirklich überhaupt keinen Packluck, wenn man das so nennen kann. Also wir hatten keinen Spieler, der irgendwie ansatzweise über 2000 Münzen wert war. Deswegen steigen wir aus mit einem Minus von 8000 Münzen und dann schauen wir uns jetzt noch diese Silberspieler-Packs an. Ja, da könnte es sein, dass sie sich lohnen. Wir zahlen 5000 Münzen für ein Pack und hoffen jetzt einfach mal, dass sich diese Packs zumindest lohnen und wir schauen einfach mal rein, ja, welchen Spieler wir hier ziehen im ersten Pack. Okay, es ist sogar ein Goldspieler, what the fuck. Osako, das geht schon mal voll in Ordnung. Und jetzt schauen wir natürlich, ob wir halbwegs gute Ligen dabei haben. Ja, das sieht nicht wirklich gut aus. Das sieht nicht gut aus, da nicht viele aus SBC-Ligen dabei sind. Aber wir schauen einfach mal, was diese Karten insgesamt wert sind. Ja, also rein vom Bauchgefühl würde ich sagen, dass sich diese Packs mehr lohnen als die anderen Packs. Also ja, eigentlich nicht nur vom Bauchgefühl. Sie lohnen sich, denke ich, eher als die anderen, aber dennoch haben wir auch mit diesem Pack Verlust gemacht. Ich dachte, dass wir da vielleicht jetzt neutral rausgehen können, aber wir haben Verlust gemacht. Ja, die Spieler hier sind ein bisschen was wert. Der Rare-Spieler war sogar 800 Münzen wert und da schauen wir mal nach, 200 Münzen war der wert, dann der nächste war 300 Münzen wert. Und dann gehen wir auch schon rein zum nächsten Spieler. Die sind 200 Münzen wert, also der hier und der nächste dann auch. Der Rechtsverteidiger hier, der Grieche, kostet auch leider nur 200 Münzen. Dann haben wir einen, der ist immerhin, ja, 300 Münzen wert, ein bisschen was zumindest. Und dann noch einen, der ist 200 Münzen wert. Und dann der nächste kostet auch nochmal 200 Münzen, der Clemens. Und der letzte Spieler kostet nochmal 500 Münzen, weil er natürlich für die Ligen-SPCs gebraucht wird. Aber insgesamt haben wir mit diesem Pack 1300 Münzen Verlust gemacht. Und das ist natürlich alles andere als gut. Mal schauen, was das letzte Pack für dieses Pack-Experiment nochmal bringt. Und es ist eine Rare-Karte. Und es ist der gute Bandowski. Hatte geile Werte oder zumindest einen guten Tempo-Wert. Und dann schauen wir mal, ob wir hier zumindest viele Spieler aus Ligen haben, die man für SBCs braucht. Das sieht gut aus, Super League, ja, MLS vielleicht ein bisschen da, ja, das könnte ein bisschen was bringen, aber ich glaube nicht, dass wir hier mit Gewinn machen werden. Dieses Pack ist genauso viel wert, wie es gekostet hat. Es ist nämlich genau 5000 Münzen wert. Das heißt, wir steigen hier mit einer 0 raus. Ja, der Franz hier kostet echt 900 Münzen. Das hätte ich nicht erwartet. Der hier kostet auch nochmal 700 Coins. Also es sind schon einige Kracher dabei. Meine Transferliste ist gleich voll, sehe ich gerade. Der kostet auch nochmal 600 Münzen. Sonst werde ich euch die Spieler jetzt einfach sagen. Also den Preis der Spieler werde ich euch sagen. Der hier kostet 300 Münzen. Und ja, die anderen Karten sind folgendermaßen teuer. Und zwar kostet der 300 Münzen. Der hier 200 Münzen. Der 400 Münzen. Der auch 400 Münzen. Der 200 Münzen, der daneben 300 Münzen und der letzte nochmal 200 Münzen. Also gehen wir insgesamt mit genau 0 Coins aus diesem letzten Pack heraus. Also mein Fazit, diese Packs, die wir gerade am Ende noch gezogen haben, könnten sich viel, viel mehr lohnen als die normalen Silver Sets. Also die normalen Silver Sets würde ich euch nicht raten zu öffnen. Und diese Packs, die wir gerade geöffnet haben, die könnt ihr schon mal ausprobieren. Also da könnt ihr schon mal diese 5 Packs einfach mal ziehen und hoffen, dass ihr da vielleicht ein bisschen Packluck habt und da eure Coins ein bisschen vermehren könnt. Und ja, Freunde, ansonsten war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch solche Pack-Experimente gefallen, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Checkt gerne auch noch die Videobeschreibung ab. Dort geht es zum Beispiel zu MMOGA, dort könnt ihr euch günstige PSN-Cards und so gönnen. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Video und ciao.